Vielen Dank an das Publikum, dass Sie gekommen sind. Ich bin Holly Case, ich bin Historikerin an der Universität Brown und ich bin sehr froh, dass ich dieses Gespräch mit Gerd Körnen zur Geschichte utopischer Sozialideen leiten kann. Ich kann zwar Deutsch, aber meistens nur nach zwei Biere. Und ich habe heute kein einziges Bier im Hand gehabt. Also alle Fehler leiten direkt. aber wir haben schon ein Gespräch mit den Herrn Körnen früher. Und es war ein sehr interessantes, spannendes Gespräch, weil wir haben eigentlich sehr viel Gemeinsames, was unerwarteterweise Gemeinsames, so Südungarn, Rudolstadt, und vielleicht kommen wir auch dazu im Laufe des Gesprächs. Ja. Also ich freue mich, ich werde Herrn Körnen ein bisschen vorstellen kurz. Der ist ein Publizist und freiberuflicher Historiker und sein Hauptarbeitsgebiet Gebiete sind die deutsch-russischen Beziehungen im 20. Jahrhundert und die Geschichte des Kommunismus. Einer breiteren Öffentlichkeit würde er mit seinen Büchern über den Kommunismus als Utopie der Säuberung, das war 1998, und der autobiografisch geprägten Schilderung der linksradikalen Szene der 1970er Jahre in das Rote Jahrzehnt 2001 erschienen. Im Jahr 2017 erschien sein Hauptwerk Die Farbe Rot, Ursprünge und Geschichte des Kommunismus, und neulich in dieses Jahr noch, und das ist draußen, dieses Buch Im Widerschein des Krieges, Nachdenken über Russland. Also ich wollte damit anfangen, vielleicht weil autobiografisch haben Sie sehr viele Erfahrungen mit Kommunismus und mit Aktivismus. Also vielleicht können Sie darüber sprechen, woher erfahrungsgemäß diese Utopie-Interesse kommt bei Ihnen. Mhm. Ja, danke Holly Case, dass Sie sich dem unterzogen haben, dieses Gespräch mit mir zu führen. Sie mussten sich dann mit einigem, was ich so in einem inzwischen schon ziemlich lang gewordenen Leben aufs Papier gebracht habe, ein bisschen auseinandersetzen. Und ja, das war immer ein gewisses Generalthema in dem, worüber ich geschrieben habe, wobei ich, um das gleich vorweg zu sagen, diese sehr rosarot gefärbte Vorstellung von Utopie, die uns dann angeblich 1989 verloren gegangen ist, schon immer etwas hineingegossen habe, weil es auch meiner Erfahrung, das war Ihre Frage, also eigentlich nicht entspricht. Diese ganze 1968er-Bewegung, ich bin da nun ganz idealtypisch oder archetypisch geradezu ein Produkt auch davon, im Sinne meines Coming of Age in irgendeinem politischen Sinne, war mir nicht an der Wiege gesungen, 68, dass man von dem 67er-Thema noch Demokratie und Demokratisierung und so weiter, 68 plötzlich anfing, eine Sprache von Revolution, von Sozialismus zu sprechen. Und damit schien auch eben diese Eröffnung von einem neuen utopischen Horizont verbunden. Das ist auch so der idealisierende Rückblick auf 68. Ah, damals hatten wir noch Utopien oder so. Ja. Meine Erinnerung ist ein bisschen andere. Wir waren eigentlich, ich auch, jedenfalls in meiner Person, aber auch in meiner Wahrnehmung, diese Generationskohorte, in der ich da mich bewegt habe, wir waren Nachkriegskinder. Ja, Nachkrieg hieß, wir sind im Schatten eines Weltkrieges, einer Weltkatastrophe aufgewachsen. Man stand eigentlich im Banne der Wiederkehr dessen, was da schon mal gewesen war. Also neue Weltwirtschaftskrise, neuer Weltkrieg, ja, war ja eine Kriegsspannung. Man lebte auf der Grenze auch zwischen Ost und West, Kalter Krieg.
Und also nicht zufällig war in Deutschland das Zentrum auch West-Berlin, ja, wo man wirklich ganz an der Schnittstelle lebte. Die Kuba-Krise war nicht lange vorbei. Atomwaffen, Atommare, Vernichtung, das war alles so im Unterfutter drin. War natürlich jetzt ein Versuch auszubrechen und der Hoffnungsschimmer da draußen, das spricht ein altes utopisches Thema an, die Letzten werden die Ersten sein, war der Aufstand der Unterdrückten dieser Erde. Ja, also das, was man dann Dritte Welt nannte oder so. Das war das, auf das man sich hin orientierte, wie so eine Kompassnadel. Aber das war auch Krieg in Vietnam. Also dieser Vietcong, den man idealisierte, der musste ja auch in einem ungeheuerlichen Bombenhagel ausharren. Die ganzen Befreiungsbewegungen waren natürlich auch sehr blutige Bewegungen. Also einfach sozusagen eine schöne neue Zukunft war da auch nicht einfach mit verbunden, sondern es war eine Hoffnung, jedenfalls irgendwie auszubrechen aus so einem Zirkel einer verhängnisvollen, eines geschichtlichen Verhängnisses eher. Mhm. Ja, und wenn ich an Amerika denke und Woodstock, ist ja auch in Wirklichkeit doch kein wirklich lustiges Geschehen und lustiger Film, denn so viel man da in die Musik reinlegte, ja, aber auch dieser Film Easy Rider und so, ja, womit endet er, dass dort diese jungen Leute, die aufbrachen nach irgendwo, dann von ihren Motorrädern runtergeschossen wurden. Also diese Düsternis war immer über der Szene, ja. Ja, und zusätzlich Charles Manson auch. Am ja, Ende des, ja, genau. Ja, und ich wollte fragen, weil Sie haben diese Hoffnung, dass mit oder eine Veränderung der Verhältnisse gekommen sei. Also die Letzten werden die Ersten die Letzten. Ja. Und was Sie thematisiert haben in das, was Sie geschrieben haben, ist eher ein Hang bei Utopiebilder, alles zu einem Stillstand zu bringen. Können Sie ein bisschen darüber reden, wie Sie das sehen und woher das kommt? Ja, das ist eigentlich dann meine historisierende Nachbeschäftigung mit der Geschichte des Kommunismus. Der Kommunismus gilt ja nun geradezu als Inbegriff im 20. Jahrhundert, schon im 19. Jahrhundert, eines utopischen Ausbruchs zu ganz neuen Ufern und so weiter. Also Marx war ja ein sehr dezidierter Anti-Utopist. Ja, die Zentralschrift des deutschen Sozialismus ist von der Utopie zur Wissenschaft. Ja. Aber indem ich mich, das ist vor allem in der Farbe Rot nochmal historisierend nachgehend mit der Geschichte der Utopien beschäftigt habe, da kam ich eben, nehmen Sie also das Ausgangsbuch Utopia, da kommt ja der Begriff her, nicht? Von Thomas Morus, ist ja eigentlich das Bild einer von der Sünde befreiten, eigentlich stillgestellten Welt, die unbedingt auf einer Insel sein muss, also von dem ganzen Getriebe und Geschehen da draußen herausgenommen, ein Utopos, ein Nichtort, ein Unort. Ja. Und es ist das Ideal und das ist dieses regressive Element, was ich glaube, was auch an etwas sehr Altes Menschheitsgeschichtliches rührt. Das könnte man auch in den Weltreligionen sehen, in den Paradiesvorstellungen oder wie auch immer, dass man zurück will in einen Zustand, in dem die Dinge an ihrem Platz sind, also eine große Ordnung, ein großer Frieden, eine große Gemeinschaft herrscht. Ja? Das sind sehr archaische Vorstellungen. Man sagt zum Beispiel im heutigen China auch, und das ging fast nicht anders für die chinesischen Kommunisten, wenn sie überhaupt das Wort Kommunismus in den Mund nahmen, mussten sie das in Kategorien der alten chinesischen Geistesgeschichte übertragen. Ja? Und Kommunismus hat dann unmittelbar Bezüge zu der Datong, also der großen Gemeinschaft, als einem alten Ideal, das aber unter einem großen, gerechten Herrscher lebt, eigentlich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und was mich dann frappiert hat bei Thomas Morus, um das noch zu sagen, oder es ist eine ganze Gattung von utopischen
Schriften und Erzählungen der frühen Neuzeit ist das mitten in einer dynamisch, chaotisch, kolonial, blutig sich entwickelnden Welt, also wenn man so will, der ersten Stufe dessen, was wir heute Globalisierung nennen. Mhm. Der Wunsch ist, to get out. Ja? Also hat man eine Insel konstruiert, auf der alles, das draußen bleibt, ja, und man ganz unter sich ist. Und dann kann das Stabilität halt, ob die Autoren dieser Schriften, Thomas Morus selber zum Beispiel, der allerdings ein sehr gläubiger Katholik war und ja dann auch, oder andere, die später auch, ja, schönere, auch etwas lustigere Utopien entwickelt haben, das ist eigentlich eine ziemlich strenge Utopie, ob die so hätten leben wollen, das ist zum Beispiel auch schon mal eine Frage. Aber wenn man darüber nachdenkte, wie man die Welt in einen Idealzustand brachte, dann kam man bei solchen Vorstellungen heraus, der Stillstellung und der Nichtentwicklung eigentlich. Hm? Ja, und die Frage ist, ist das ein Punkt auf eine Phase oder gibt es besondere Leute, die so denken, weil sie haben eine Ironie, auf eine Ironie angedeutet, dass es genau damals, als ja. Imperialismus sich verbreitet ja. hat, dass man diese Träume von Stillstand, ja. genau wenn man am meisten aktiv ist, überall hin, dass man träumt von einem Stillstand. Ja, naja, schauen Sie, wann kommt der utopische Sozialismus auf? Der nannte sich ja selber so, ja, in den 1830er, 40er Jahren. Was passiert in diesen 1830, 40er Jahren? Da passiert ja eine Explosion von modernen Industriekräften, die wir dann später, damals hat man es gar nicht mal so genannt, industrielle Revolution genannt haben. Also alle alten Verhältnisse werden erschüttert. Marx ist ja nun der, und deswegen ist er eigentlich ein Anti-Utopiker, obwohl ihm das ja oft zugeschrieben wird, ja, dass er ein utopisches Bild der Zukunft entworfen hätte, hat er gar nicht gemacht. Es gab fast ein Bilderverbot in Bezug auf die Zukunft. Er war ja ein Enthusiast dieser Entwicklung. Ja, also alles Stehende und Ständische verdampft, ja, und die Menschen werden genötigt sein, sich und ihre Verhältnisse untereinander mit nüchternen Augen anzuschauen. So steht das im Kommunistischen Manifest drin. Das ist was vollkommen anderes, ja. Das ist ein Bruch eigentlich dieses ganz virulenten Frühkommunismus und utopischen Sozialismus dieser 1840er Jahre zum Beispiel. Nur, dass Marx dann, also wenn wir jetzt schon so kurz mal diese Sozialismus-Kommunismus-Geschichte durchgehen, das Ganze also sein Interesse richtet sich gerade auf die Entwicklung. Ja? Also er ist begeistert da draußen, ja. Und in Amerika, da stoßen sie vor zum Pazifik und der Pazifik wird eine neue Atlantik und so weiter. Also er hat ganz große Visionen. Das eigentlich revolutionäre Element da drin ist der Kapitalismus, ja, ist die kapitalistische Produktionsweise. Aber die ist ja wie auf Messerschneide zwischen großartigen neuen Entwicklungen und schrecklichen Folgen, also erstens im Sozialen, mit Pauperismus und so weiter, aber auch in dieser Erschütterung aller feststehenden sozialen Verankerungen und Verhältnisse. Ja, ist das ja was Furchterregendes und die Zeitgenossen hatten auch Furcht davor. Und Marx ist derjenige, der sowohl diese erschreckenden Seiten dieser Entwicklung versucht zu verbinden mit dem Großartigen, was da drin steckt. Das ist eigentlich die schwierige Haltung. Die Sozialdemokraten haben es in dieser Spaltung nicht wirklich ausgehalten. Ja? Und deswegen, also die Basisschrift der deutschen Sozialdemokratie war von August Bebel, der ja so ein ganz begnadeter Autodidakt war, Die Frau und der Sozialismus. Ja, das war die Basisschrift der deutschen Sozialdemokraten. Da geht es um den sozialistischen Zukunftsstaat.
Marx, der aber auch schon dabei war zu sterben, als was er davon mitgekriegt hat, hatte eher die Creeps davon. Also das war ihm alles zu gemütlich, da in diesem sozialistischen Zukunftsstaat. Ja? Aber das Schöne bei Bebel ist tatsächlich, dass er, das geht bis ins Essen, das sind die Liebesbeziehungen, das Erziehung von Kindern, alles ist ganz sinnlich auch und warm, und er versucht zu sagen, wir, die Sozialisten, uns gehört die Zukunft. In dem Punkt war er Marxist. Ja? Wir sind diejenigen, die diese modernen Produktionsverhältnisse zähmen, produktiv finden, von ihren destruktiven Seiten befreien, und dann können wir auch großartig leben. Dann ist eine Vorstellung von gutem Leben da. Ne? Ja, und das ist auch teilweise eine Verzähmung von Marx ein bisschen oder eine Art von Barocke, ja. Dass man schöne Bilder malt, ja, und dass man sich wohlfühlt in irgendwie wie. Ja, aber weil man es in dieser Eiseskälte von Marx nicht aussieht. Ja, ja, weil das ist eher wärmer und man kann hineingehen und sich genießen. Es ist interessant, weil wenn Sie Marx als anti-utopisch beschreiben, dann es ist, als wenn er das Bürgertum als eher zu zögerlich sie ansieht. Unfähig. Ja, unfähig oder dass es macht das, aber nicht halbwegs ungewollt. Es ist aber natürlich, da hat der Marx genau seinen richtigen Punkt. Ja? Ja. Also die diese Entwicklung vorantreiben, wissen nicht, was sie tun, um es mal biblisch auszudrücken. Ja? Es geht, das ist ja der Begriff der Entfremdung zum Beispiel. Ja? Also die Menschen machen ihre Geschichte selbst, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken. Sie produzieren ungeheuer, sie sind erfinderisch, aber was sie da produzieren, tritt ihnen selbst als Bedrohung entgegen. Ja? Das ist ja, und das ist ja auch unsere Condition moderne, also würde ich sagen, ja, in der wir leben. Wir sind auf so eine Entwicklungsmaschine draufgeschnallt, die großartige Dinge, beispielsweise das Internet oder sonst was, hervorbringt. Aber alle diese selbst geschaffenen Produktivkräfte, um es mal so ganz konventionell zu sagen, treten uns als sofort auch schon wieder als Bedrohung entgegen. Ja? Künstliche Intelligenz oder sowas. Und insofern lässt Marx ja alle nach ihm mit einer offenen Frage zurück. Ja? Also er hat eigentlich, würde ich sagen, dieses Bewegungsgeheimnis, Gesetz hat er im Grunde gar nicht formulieren können, ja? Aber wie auch immer, der modernen Gesellschaft erfasst, aber letztlich hat er offen gelassen, was daraus resultiert. Ja? Und dann mündet ja diese Zeit eben dieses ungeheuren Aufschwungs, speziell in Europa, in einen europäischen Krieg, wo die fortgeschrittensten Mächte des Zeitalters direkt aufeinandertreffen, alle diese modernen Produktivkräfte, Destruktivkräfte im extremen Maße sind, und aber gleichzeitig die ganze koloniale Welt, die ganze Welt da draußen nochmal in einen neuen Zustand hineinreißen. In dem Sinne kann man auch sagen, dass der Weltkrieg oder beide Weltkriege auch Weltrevolution waren, Umwälzung, gigantische Umwälzung. Und dann kommt Lenin. Und Lenin ist wieder ein militanter Anti-Utopist. Er sagt, wir müssen an die Frage des Sozialismus so herangehen, wie ein Biologe an die Entwicklung neuer Arten herangeht. Ja? Kühl bis ans Herz hinan. Ja? Wir müssen das lenken, steuern. Im Grunde ist das ein sozialdarwinistisches Element, ja, was er in dieser, das ist ein Sozialismus der Weltkriegsperiode. Nur wieder war das ein so kaltes Modell von Machteroberung, was ja im Übrigen furchterregend erfolgreich war, denn mit seiner relativ kleinen Machtkohorte konnte er in einem kollabierenden Vielvölkerreich wie Russland tatsächlich die Macht erobern. Und dann holt er, das ist wieder ganz paradox, ja, ganz viele von diesen Künstlern oder auch wirklich brillanten Intellektuellen, die natürlich da im Umfeld waren, rein und lässt sie
naja, was man so die große Utopie der 20er Jahre genannte. Gab ja auch eine Ausstellung, nicht? Konstruktivisten, Futuristen und so weiter. Aber gerade weil da ein leerer Raum ist, füllt er sich jetzt mit überdimensionalen Entwürfen, die davon leben, dass die bolschewistische Revolution eine Tabula Rasa erzeugt hat. Und dann, der Boris Groys hat darüber ein ganz schönes, über das Gesamtkunstwerk Stalin, denn das ist dann der Traum der Künstler und der Intellektuellen, die Welt als Gesamtkunstwerk neu zu gestalten. Von ganz vorne. Ja, und da kommt der Begriff der Utopie aber wieder in einem sehr schwierigen Sinne mit ins Bild. Ne? Es gibt darunter eine Strömung, das vielleicht können wir das auch später entwickeln, aber das mit das Bürgertum und diese Zögerlichkeit, das eigentlich Marx hat das so direkt gemeint, dass sie das ungewollt machen. Mhm. Und es scheint mir dann, dass es daraus zwei Möglichkeiten gibt. Eins, dass man das ungewollt macht, die Entwicklung. Ja. Zweitens, dass man das gewollt macht. Aber dass man das nicht macht, kommt nicht in Frage. Oder dass man etwas anders macht. Und die Frage ist, ob Utopien mit dieser dritten Möglichkeit sich beschäftigen können, oder? Würde ich schon sagen, ja. Also no growth economy. Ja. Also es ist ja auch ein fast wieder dystopischer Gedanke. Also sich diese Entwicklung, und das sind ja gewaltige Entwicklungsschritte, die ja auch tatsächlich nicht nur die Produktion von Waren und so weiter betreffen, sondern auch von Menschen. Ja? Also diese ganze demografische Explosion des 20. Jahrhunderts wäre ohne diese Entwicklung natürlich nicht denkbar gewesen. Ja? Aber dass das immer so weitergeht, also dieser das Wachstum sozusagen als das Ultimo, ja, das ist natürlich eine fast schon dystopische Vorstellung. In dem Sinne wird jetzt natürlich, muss auch darüber diskutiert werden, was unter klimatischen, aber im Grunde auch, wozu, ja, wozu? Also was eigentlich macht ein gutes Leben aus? Ja, die immer neue Gerätegeneration, die immer die alte schon entwertet oder so. Was macht ein gutes Leben aus? Aber man muss noch sagen, dass das könnte man ja jetzt mit dem Neoliberalismus so zusammenbringen. Ist auch so, das ist tatsächlich so eine Ideologie des unbegrenzten Wachstums. Aber wann kommt sie eigentlich, wann wird sie so mächtig? Da ist eben der Zwischenschritt noch wichtig. Sie wird ja mächtig vor dem Hintergrund dessen, was man dann unter dem Label gerade des Kommunismus im 20. Jahrhundert gesehen hat. Mhm. Ja, also in der Stalin-Ära, das würde uns ja im Übrigen zu dem Thema hier der Konferenz hinführen. Mhm. Ja, das verführtes Denken stammt ja von, ist die deutsche Übersetzung meines Erachtens die problematische oder fast nicht ganz richtig, will ich sagen, falsche, weil die Komponente gibt es, von Captive Mind. Ja, so hieß das Buch. Ja, also der eher in Gefangenschaft gehaltene Geist, aber auch jetzt nicht in Gefangenschaft unbedingt per Diktatur und so, das auch, aber der sich selbst auch in Gefangenschaft führende Geist seiner osteuropäischen Intellektuellen in der Ära des ausgehenden Stalinismus. Ah, da sind wir bei Murty Bing jetzt. Da sind wir jetzt bei Murty Bing, ja. Also, möchten Sie von diesem Murty Bing-Pille erzählen? Genau, die kommt ja, steht ja auch in der geheimnisvoll, für alle, die nicht damit vertraut sind, steht das ja auch im Titel der Veranstaltung. Ja, also Miłosz schreibt das Buch 50, 51, 52, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, als er sich da auch gerade absetzt aus der neuen Volksrepublik Polen. Und so mit Blick auf die ganze Kohorte der Intellektuellen um ihn herum, die alle keine, fast
niemand von ihnen war irgendwie in einem ganz definierten Sinne Kommunist, Bolschewist, aber die mit der neuen Zeit gehen. Ja? Mhm. Und Moti Bing ist so eine Parabel, die entnimmt er einem Roman aus den frühen 30er Jahren von Witkiewicz, wo eine Europa von einer asiatischen Armee bedroht wird. Ja, richtig so kalte Kriegsvorstellungen dieser Zeit, könnte man sagen. Aber er gibt dem so ganz spezifischen Twist, weil bevor diese Armee kommt, tauchen Hausierer auf, die Moti Bing-Pillen verbreiten. Nach einem mongolisch-chinesischen Philosophen, der es geschafft hat, die richtige Weltanschauung ihr ein physiologisches Substrat in Form dieser Pillen. So. Und die Leute, die gehen reißend weg. Also man kann auch an Drogen denken, Opium des Volkes kann man auch dran denken. Aber es geht nicht um Bewusstseinserweiterung so sehr, sondern mehr, dass man zur Ruhe kommt. Dass man jetzt endlich weiß, wo die Welt hinstrebt, so wird es gehen, ich kann dabei sein, und man fängt an, die bürgerliche Umgebung, in der man lebt, wie ein Irrenhaus. Also man lebt wie ein Gesunder in einem Irrenhaus. Ja? Die sind alle hektisch, die Künstler, alle machen irgendwas, aber der die Moti-Bing-Pille genommen hat, der hat eine überlegene Ruhe, weil er weiß jetzt, wie der Gang der Geschichte sein wird. Das ist natürlich eine Parabel auf den Diamat, den stalinistischen Diamat, der sozusagen die ganze Geschichte in so ein Schema gepresst hat. Und wer sich dem anschließt, der weiß, wo es hingeht, und den überkommt eine große Ruhe, und er ist auch auf der Seite des Fortschritts. Und diese Parabel wendet er an dann auf alle seine ganz dekadenten Vorkriegsschriftsteller, Künstler und so weiter, die sich jetzt alle dem neuen Regime anschließen. Und da ist Stalin das Utopissimum in dieser Zeit. Ja? Also Stalin ist da oben die Sonne der Völker, wie Neruda sagte. Der weiß, wo es hingeht. Er ist der Vater aller Völker. Er ist der beste Freund der Kinder. Also da ist wieder der alte, archaische, gute Herrscher. Ja, und auch Bloch zum Beispiel hat in den 30er Jahren gesagt, der Wunsch nach einem Führer dürfte der älteste sein. Also der Wunsch nach einem guten Führer, auch in China natürlich, immer nie ein guter Zustand der Gesellschaft ohne den guten Führer zu verstehen, der allmächtig, allwissend ist. Das ist einen Moment lang ein Stalin personifiziert. Ne? Aber das ist sehr interessant, weil dann kommen wir zurück zu diesem, was Marx gewollt hat, weil der hat gesagt, wir müssen weiterentwickeln. Ja. Und warum? Ja. Nicht, weil wir eine Utopie anstreben, sondern das ist eine Frage von Leben und Tod. Wenn wir uns nicht weiter an diese Entwicklungsströmung anschließen, dann werden wir einfach, dann wird es einfach katastrophal. Also, und da gibt es, das ist eine Leben- und Todsfrage für ihn. Wenn wir sie nicht kontrollieren, Ja, und also, wenn wir sie nicht produktiv werden. Ja, genau. Und da drin in diesem Moti Bing-Pille besteht auch ein Leben- und Todfrage. Ja. Und Sie haben das auf eine interessante Weise beschrieben, wie Czesław Miłosz gesagt hat, das kommt nicht zufälligerweise aus Ostmitteleuropa, wo man ganz genau einsehen müsste, woher die Geschichte so kommt, in welche Richtung es jetzt geht. Ja. Weil das ist nicht so irgendwas Akademisches oder Theoretisches. Ja. Das ist eine Frage von Leben und Tod. Und dann besteht die Frage, wenn es eine Frage von Leben und Tod ist, bedeutet dieses Bedürfnis nach einem Stillstand etwas anders? Naja, Stalinismus war sozusagen nicht einfach Stillstand, sondern es hieß eine klar vorgebahnte Entwicklung. Ja, das war große Entwicklung sogar. Genau diese kontrollierte, in dem Sinne sollte es Marxismus-Leninismus sein. Ja, das ist gut, weil das ist einerseits
ist das Fortschritt noch immer. Mhm. Aber Ruhe dazu, ja, das kriegt man von Murty Bing. Diese Ruhe, ja, innerliche Ruhe, man, ja, ist damit zurechtgekommen. Ja. Also ein Stillstand psychologisch, ja, oder irgendetwas, aber eine Beschleunigung nach vorwärts sowieso. Ja. Das ist, ja, sehr interessant, diese... Ja, genau, diese innere Ruhe der, mhm, Wissenden, derer, die auf der richtigen Seite sind, ermöglicht es dann eben, alle Seiten des Fortschritts und so weiter aufzuschlagen. Und dann auch im Übrigen diese da draußen noch existierende, ja, bürgerlich-kapitalistische Welt sozusagen an ihren Rand zu bringen. Das Modell war ja dann auch immer so, die müssen dann einen Krieg gegen uns anzetteln, damit sie sich retten. Also der Faschismus wird immer als die letzte verzweifelte Lebenszuckung der bürgerlich-kapitalistischen Welt ja interpretiert, schon seit den 30er Jahren. Das Spezifische des Faschismus wurde ja überhaupt gar nicht erfasst in diesem sowjetischen Syndrom, sondern das war eben der verzweifelte bürgerlich-kapitalistische Mensch, der seinem Untergang entgegensah. Ja? Und dann ging man so ruhig hinein. Aber dann starb Stalin. Und dann plötzlich, dann ist Schluss. Ja, oder dann irgendwie kommt Tauwetter, dann kommen Umwälzungen, dann gibt es Rebellionen. Oder vielleicht sollen wir dann zurück zur Säuberung gehen, weil das haben, ja, wir noch, gut, nicht besprochen. Hm? Weil Sie haben über diese große Gesellschaftsträume, ja, ja, wir sollten eine große Gesellschaft gestalten, das ist bei Morus und so weiter. Ja. Aber ich habe an eine Kommune teilgenommen als früher. Ah, ja, ja. Und ich war erstaunt, wie oft die Frage, wie wollen wir leben, ja, in eine andere Frage umgegangen ist. Mit wem wollen wir leben? Ja. Und ich habe eine Menge Texte über Paradies und Himmel, ja, gelesen, ja, mhm, und wie es aussieht, also Beschreibungen. Und in diesen Beschreibungen kommt es sehr häufig vor, dass Paradies eingemauert ist. Ja. Oder eingezaunt. Mhm. Ja. Und ich wollte fragen über diese Beziehung, das irgendwie besteht zwischen große Gesellschaft und geschlossene Gesellschaft. Ja. Ja, ja. Ich meine, das sind diese utopischen Experimente. Die hat es ja auch im 19. Jahrhundert gegeben. Und klar, da versucht man sich in dem Kreis der Gleichfühlen, derer, die dasselbe suchen, dort ein eigenes Lebensumfeld inmitten dieser chaotisch-tumultösen Welt da draußen und hofft natürlich ein Vorbild dann zu schaffen. Ne? Das, mhm, ist ja schon das politische Element, was, mhm, bei solchen Kommune-Experimenten auch immer mit verbunden war. Jetzt passieren ganz paradoxe Dinge. Also erstens, man mauert sich ein bisschen ein. Also meine Parallelerfahrung ist die einer politischen Sekte, wie ich es mal nennen würde, ja, in die ich mich auch eingemauert habe in den 70er Jahren. Hieß Kommunistischer Bund Westdeutschland. Wir waren die stärkste und die klügste der Parteien. Das heißt, schon mal alle anderen, die so ähnlich tickten wie wir, aber alle auf dem falschen Trip waren, waren schon mal draußen. Ja, also deswegen habe ich das in dem Buch des Roten Jahrzehnt ein bisschen so in ethnologischen Kategorien beschrieben, weil wir hatten unsere eigene Sprache, wir hatten unseren eigenen Habitus und so weiter. Und definierten sich vor allem durch das, was wir nämlich nicht sahen, was alle diese aneinander draußen waren. Also insofern war das eine Selbsteinschließung. Auch libidinöse Beziehungen, Liebesbeziehungen gab es nur innerhalb der Gruppe. Nicht, dass es verboten war. Wir konnten ja auch jederzeit rausgehen, aber dann warst du draußen. Ja? Also das war schon mal eine auch erschreckende Erfahrung. Das andere ist diese Nähe. Das kennt ja auch jede WG, ja, produziert, man kennt sich schon viel zu gut, ja, und es spielen ja auch dann allerhand Konkurrenzen mit, ja, es bilden ja Hierarchisierungen, das ist, also es sind auch so anthropologisch oder wie auch immer beschreibbare Prozesse innerhalb der Gruppe, bis hin dazu, dass man plötzlich
sich infiltriert fühlt, weil da Verräter in der eigenen Gruppe sind. Also es sind lauter so archetypische Sachen in so einer Kommune wie ihrer. Wahrscheinlich war das nicht so, aber sozusagen von außen dringt ja was rein. Die Mauer kann man bauen, aber von außen dringt was rein. Und außerdem ist da diese schreckliche Außenwelt. Also wie gehen wir denn mit ihr um? Ja? Und naja, und insofern kommt man letztlich eben mit diesen Versuchen nicht weit, sondern man muss sich einen Begriff davon machen, was da draußen eigentlich gerade passiert. Ja? Und das war dann, also in meinem Falle, in dieser Sekte, in der ich war, auch so ein theoretischer Größenwahnanspruch, sozusagen ein bisschen Murti Bing war dabei, sozusagen alles, was die Welt im Innersten zusammenhält, wir sind die Erleuchteten. Und dann wird die Sache dystopisch oder apokalyptisch, denn da wir ja wussten, dass diese kapitalistische Welt auf einen Abgrund zuläuft und dass das nicht friedlich abgehen wird, sondern dass Revolution, Krieg haben nun mal im 20. Jahrhundert auch direkt zusammengespielt, Weltkrise, Weltwirtschaftskrise, das alles musste ja wieder kommen, wenn sich das nicht, dann brauchte man die Gruppe, die wusste, wo es lang geht. Ja? Das war so eine leninistische Vorstellung. Das muss keine Massenorganisation, das braucht eine kleine Gruppe, die weiß, wo es lang geht. Und die steuert dann das Ganze auf irgendein ganz neues Terrain. Da kann man natürlich sagen, das ist wieder ein utopisches Element. Dann tritt man in einen ganz neuen Zustand ein, aber durch die Finsternis zum Licht. Ja? Also ja. Man muss... Vielleicht sollen wir ein anderes Bild jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit, also vor der Q&A, Rudolstadt, weil es geht um, vielleicht können Sie das beschreiben, aber ich, die Frage ist eher, wie steht es mit antipolitischen Utopien und Rudolstadt vielleicht ist eine Abbildung von einer antipolitischen Utopie. Vielleicht können Sie das beschreiben, was wir da gesehen haben. Naja, die paradoxe Entwicklung, die poststalinistische Entwicklung, eine posttotalitäre Entwicklung ist ja auch ganz richtig, es so zu beschreiben, obwohl Elemente eines Totalitären in diesen realsozialistischen Gesellschaften auch im Wortsinne immer da war, weil ja das Denken, das Fühlen und so weiter der Menschen irgendwie auch konditioniert und ausgerichtet werden sollte und so weiter. Aber de facto passiert jetzt ja etwas Eigentümliches, nämlich dass diese osteuropäisch-sozialistischen Gesellschaften, man könnte das vielleicht sogar selbst auf China in diesen totalen Turbulenzen der Kulturrevolution, jedenfalls der Mao kämpfte immer dagegen an, dass die Gesellschaften sich eigentlich settelten auf so einem relativ stagnanten Niveau. Ja? Also man lebte so, man hatte seinen Arbeitsplatz, man hatte seine Wohnung, so, man musste nicht den Kopf rausstrecken, sondern man lebte sozusagen in einer recht stationären Welt. Und da konnten jetzt, das ist auch so eine schöne Dialektik des Fortschritts im realen Sozialismus gewesen, da konnten in diesen Hohlräumen, die sich dann bildeten, ich meine, am bekanntesten sind die Datschenkulturen oder so, hat man gesagt, in DDR oder so, ja, da konnte man so sein kleines freies Leben entfalten, aber auch für Künstler, auch für Leute, die so ihr eigenes kleines Ding machen wollten, gab es da so eigensinnige Versuche, ja, sich dann auch so Gegenwelten. Ganze Welten auszubauen. Also in Rudolstadt, das müssen Sie besuchen. Wir haben das besucht. Das ist ein Museum, wo man sieht, wo zwei ostdeutsche Künstler, sie haben auf der Bühne gearbeitet bei Szenarien. Sie haben so Bühnenszenen gebaut. Aber in ihrer Freizeit, wovon sie rechtzeitig viel gehabt haben, vielleicht, sie haben Salzteigfiguren gemacht.
tausende kleine Salzteigfiguren mit Rokoko-Kleidungen und dann Gebäude und dann zwei verschiedene Zivilisationen und dann ein Briefwechsel und Reiche. Aber auch zwei Reiche, ne? Ja, zwei Herrschaften. Und man kann das anschauen und es gibt ganze große Gebäude, weil man kann sehen, dass zwei da oben sechs haben in einem Obenraum und dann wird getanzt hier und dann in der Küche gibt es laute Töpfe und wird gekocht. Es ist eine ganze Welt und sie haben das durch Jahrzehnte lang aufgebaut und irgendwie eine Geschichte dazu geschrieben und dann weiter und weiter ausgebaut. Es sind zwei Räume voll von diesen ganz, ganz kleinen Figuren. Das ist in Rudolstadt, in ehemaliger Ostdeutschland, in einem Museum, im Schloss oben. Mhm. Das muss man unbedingt anschauen. Aber das ist eine Art von eine Utopie, das wie Konrad, der Georg Konrad erzählt hat, wir machen, Staat kann machen, was es will, kann ihre Ziele haben. Wir machen auf unserer Ebene, was wir wollen. Ja. Ich meine, das war diese späte Phase des ausgehenden Realsozialismus. Ja? Da wuchs von unten eben, ich habe es auch mit dem Gras, was dann schließlich durch den Beton gewachsen ist, verglichen oder so, kann man aber beschreiben, wie man will. Es wuchs so viele Formen eines gesellschaftlichen Eigensinns und George Conrad oder andere haben dann auch versucht, das gewissermaßen in ein politisches Konzept zu bringen. Also wir erbauen eine Civil Society von unten her und die da oben, die fallen dann irgendwann ab oder werden überflüssig oder sollen sie machen, was sie wollen oder so. Die Gesellschaft macht ihr Ding. Ja, sowas. Ja. Und klar, das war auch weil man sich ja nicht vorstellen konnte, dass dieser Weltzustand, dieser geteilten Welt irgendwie so abrupt enden würde. Und ich meine, da komme ich aber jetzt als Historiker ins Spiel. In dem Sinne bin ich dann immer etwas eher auf den marxischen Spuren von Entwicklung und so. Also eher, wie man sie steuern, wie man sie produktiv wenden kann, was man damit machen kann. Nämlich, dass dieser scheinbar so stabile Weltzustand, niemand hat damit gerechnet. Und plötzlich war das nicht mehr. Ja, und das war nicht in einem Krieg, Gott sei Dank. Das war eine sehr glückliche Sache, sondern es war ein großer Umbruch, gerade im tiefsten Frieden. Ja? Vielleicht im tiefsten Frieden in das 20. Jahrhundert. Gucken Sie sich das Jahr 89 mal an, schauen Sie in die Welt. Ja? Verschiedene große, schreckliche Dinge, ob das Südafrika ist, ob das Kambodscha ist, ob das alles Mögliche, kommt gerade zu so einem Punkt, wo es nicht weitergeht. Und genau in dem Punkt bricht dann erst dieser osteuropäische Gürtel weg, also Czesław Miłosz, Leute, die ja nun längst nicht mehr mit ihren Multibing-Pillen, die sie längst schon nur noch als eine eher dystopische Vorstellung, was es ja auch ist, ablehnen, aber dann auch die Sowjetunion zusammen. Und dieser Demütigungsdiskurs, also wenn ich es mal auf mein aktuelles Buch bringe, den Putin dort führt, oder diese Verschwörungstheorien, da muss ja jemand dran schuld gewesen sein. Es muss ja irgendwie von außen gekommen sein. Und dann wird eben dieser Diskurs, man nimmt uns nicht ernst, man hat uns nicht beachtet und so weiter. Aber es ist erstmal ein Absturz aus einer weltgeschichtlichen Position. Vielleicht können wir das jetzt öffnen, falls das Publikum Fragen hat. Beim Metaverse sind wir noch gar nicht angekommen. Ja, sind wir noch. Hoffentlich fragt jemand zum Metaverse. Zum Letzten, Herr Köhn. Ja. Wie passt Tiananmen, der fünf Monate vor der friedlichen Revolution in der DDR und den ganzen Umbrüchen passiert hat, in ihr friedliches Weltbild? Ja. Das war doch eher total abschreckend für die Leute, die dann in Leipzig und in Plauen auf die Straße gegangen sind. Und gerade mit einem Egon Krenz, der ihnen gesagt hat,
so muss man handeln. Also wunderbar, unsere chinesischen Genossen, wie die mit dieser Provokation umgegangen sind. Das verstehe ich nicht ganz, wie Sie sagen können, dass in einer Welt von Frieden dann auf einmal so etwas möglich war. Sie waren nicht friedlich. Es kam ja auch sehr plötzlich. Ich meine, China war auf einem Reformkurs. Ja? Und die Studenten demonstrieren, nachdem der Hu Yaobang, der oft mit Gorbatschow verglichen wurde, in China von der Macht entfernt und dann gestorben war. Ja, es sind Trauerkundgebungen für einen Reformer erstmal. Diese ganzen Demonstrationen in China 89, die passen sehr wohl in das Bild, was wir von Osteuropa gezeichnet haben, nämlich und sind fast noch größere Bewegungen dort, also zu den Studenten auf den Tiananmen, die endlich sie selber sein wollen, ja, nach diesen ganzen wahnsinnigen Kampagnen von früher, in ihrer Sprache sprechen wollen, ihre Lieder spielen wollen oder so, kommen ja aus der ganzen Stadt, aus dem ganzen Land Delegationen. Ja, also wir haben gar kein vollständiges Bild von dem Ereignis. Und genau deswegen, aber die chinesische Partei konnte das eben, wird das Ganze in dieser Weise demonstrativ blutig niedergebügelt. Und klar, in Leipzig und so war das als Schreckbild an der Wand. Aber es stellte sich heraus, naja, die da oben konnten nicht mehr. Sie wollten vielleicht auch das nicht mehr. Ja? Einige in der Sowjetunion 91 wollten das noch, haben es versucht, aber waren ja sehr kraftlos. Ja? Also das war dieser innere Zerfallsprozess, über den wir gerade gesprochen haben, der hat eben auch tatsächlich stattgefunden. Ja? China ist der andere Fall, das Gegenbeispiel. Ja? Ja, vielen Dank. Das war ganz faszinierend und ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, hier nicht jetzt eine ganz andere Frage stellen. Sie haben ja vorhin gesagt, also dass gerade der Stalinismus dann ein eigenes pseudowissenschaftliches System geschaffen hat. Mhm. Ne? Aber es muss trotz aller Abgeschlossenheit des sowjetischen Systems, ich selber habe das bei Reisen in Sibirien erst kapiert, dass jede zweite Stadt eine geschlossene Stadt war in Sibirien. Ja, ja. Das ist ein Wahnsinn. Es war ein total klaustrophobisch klaustrophobisches System, paranoid, was man jetzt ja wieder sieht. Ja. Aber es gab den Lysenkoismus. Versucht ja hat, die Naturwissenschaften in so ein System zu pressen und der nirgendwo hingeführt. Also dieser Widerspruch, einerseits ein wissenschaftliches System zu sein und dann eine völlig unwissenschaftliche Lehre zur dominierenden Lehre zu machen. Wie passt das zusammen? Also ja, das dieser passt. Anspruch der Wissenschaftlichkeit war ja sehr stark. Das passt schon ganz gut zusammen in dem Sinne, dass man eben glaubte, die Entwicklungsgesetze entziffert zu haben, ja, und sie dann auch beliebig anwenden zu können. Und so, ich meine, man hat das oft auch mit der Menschenzucht verglichen. Also Lysenko war jemand, der genau sagte, wir können eine endlose Entwicklung von Fruchtbarkeit von Pflanzen, wenn wir sie dieser und dieser Erziehung unterziehen. Brecht hat sogar auch ein Gedicht geschrieben, die Erziehung der Hirse. Und die Hirse ist ein ungehorsames, garstiges Kind. Sie muss erzogen werden. Ja, das ist ein sehr stalinistisches Lehrgedicht, was Brecht da geschrieben hat. Nur die Hirse verhält sich nicht so. Und die Menschen im Übrigen auch nicht. Ja? Die Menschen wollte man auch in dieser Weise zurichten, erziehen und dann würde alles harmonisch und gut. Es war letztlich natürlich ein Bild von Harmonie am Ende. In China übrigens ist das ja explizit auch heute noch, steht sogar so in der Verfassung, also die harmonische Gesellschaft. Die harmonische, das ist unser Ideal. In China steht ja der Kommunismus heute noch in der Verfassung. Ja? Und wenn du jetzt störst, die Harmonie, schlecht, musst du aussortiert werden. Ja? Also Harmonie kann ja was sehr, sehr Repressives und Bedrängendes sein. Eine ironische Tatsache zu diesem Thema ist, dass Lysenko neulich sind einige von seinen Ideen eher ernst genommen worden. Zum Beispiel, dass Ehrbarkeit
des Traumas. Ja, ja, ja. Epigenetik. Ja, ja, das ist nur eine Ironie von dem allen, weil der war total gefördert. Kern von was Richtigem war drin. Ja, 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 ja. Danke, Herr Professor Können, für die Ausführung, die war sehr, sehr interessant. Ich habe ganze zwei Fragen. Sie haben vorhin Metaverse erwähnt und ich habe mir noch am Anfang gedacht, man wird dazu kommen. Metaverse läuft ja offensichtlich nicht so gut, wie sich Zuckerberg vorgestellt hat. Ja. Aber es gibt unzählige Blasen im Internet, in den sozialen Medien, wo Dystopien wirklich florieren. Mhm. Wo geht das Ganze hin aus Ihrer Sicht? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage: ich komme selbst aus einem ehemaligen kommunistischen Land, aus Bulgarien. Das, was Sie beschrieben haben, haben wir alle erlebt damals. Mhm. Nach der Wende hat sich, Ivan Christoph nennt es Selbstkolonisierung. Osteuropa hat sich für den Westen selbst kolonisiert. Aber dann in den letzten Jahren entsteht ein Gefühl der nicht wahrgenommen werden, der Beleidigung, antiwestliche Ressentiments. Ja. Sehen Sie auch Sie das so? Ist der Westen wirklich schuld gegenüber Osteuropa, dass man sie quasi außen vor gelassen hat? Danke. Also ich finde das mit dem Westen problematisch. In einem gewissen Sinne gibt es sowas wie den Westen, aber die USA sind meines Erachtens ein ganz anderes Land. Als die Europäer und die Europäer sind, was sind wir denn? Wir sind Ruinen, ausgeglühte Ruinen ehemaliger Kolonialimperien, Großreiche und sonst was. Ja, wir sind ja alle gebrannte Kinder. Ja, das ist noch das Beste, was man darüber, oder auch das Haltbarste, was überhaupt dieses Westeuropa, diese Europäische Union zusammenhält. Ja. Aber natürlich, die Erfahrungen sind ganz unterschiedliche. Ja. Das ist eine große Frage. Ich könnte Ihnen darüber jetzt viel sagen, aber ganz Europa ist ein Hexenkessel von Animositäten. Wir reden jetzt hauptsächlich gerade über die Osteuropäer oder hier in Deutschland, ich bin ja hier in Österreich, über die Ostdeutschen, ja, die ostdeutsche Befindlichkeit und so, lauter Bestseller, großes Kopfkratzen, was ist denn da bloß los oder so, Ossi-Wessi, dass überhaupt diese Begriffe immer noch so rumgeistern, ist ja irre. Aber mit Verlaub, wie sieht es denn zwischen den Westeuropäern aus? Ja? Oder in Polen wird jetzt der Wahlkampf gerade gegen Deutschland gemacht. Ja? Russland und Deutschland, das alte polnische Trauma. Also jedes dieser Länder hat seine eigenen Traumata, seine eigenen Erfahrungswege. Das sind ja alles so große Kategorien. Osteuropa, Mitteleuropa, Westeuropa, der Westen. Ja? Unter denen sich ja, aber das ist ja letztlich dann auch die Stärke der westlichen Gesellschaften, würde ich sagen, und auch des Westens, wenn man ihn überhaupt als politische Entität nimmt, dass aus lauter verschiedenen Interessen und Erfahrungen trotzdem so ein relativ fragiles Gebilde wie diese Europäische Union entstehen konnte überhaupt. Ja, schreckliche Kompromisse, alles geht nur mit Ziehen und Zerren vor sich. Aber da kämen wir wieder zu der Sache mit der Entwicklung, ja. Denn alle stehen ein bisschen unter der Peitsche der Entwicklung. Niemand kann sich ganz abhängen, ja. Die Preisfrage ist, was ist schlimmer, diese Entwicklung oder Nichtentwicklung, ja. Nichtentwicklung ist in gewisser Weise noch schlimmer, wenn man eben darunter nur Stagnation oder Repression von Entwicklungsfermenten versteht. Eine andere Sache ist, wie es uns gelingt, sozusagen diese Fermente
einer produktiven Unruhe und einer Entwicklung, die wir nicht wirklich kontrollieren, irgendwie zu zähmen, einzuhegen, produktiv zu machen. Also die produktiven Potenziale dieser Entwicklung enthalten sind, wie man die zur Geltung bringt. Ja, denn Entwicklung im Moment ist ja immer Statistiken, ja, und alle, die haben die Statistik, das Wachstumsfaktor, oh, wir haben jetzt 0,5 minus, um Gottes Willen, wie soll denn das werden? Ja, du lieber Himmel, eine so stinkreiche Gesellschaft, jetzt rede ich wieder von der Bundesrepublik, die mal ein Jahr 0,5 minus hat, ja, aber alles hat, was sie braucht, ja. Also wir müssen über einen Umbau eher reden, als um ein immer weiteres Ding. Und wenn wir jetzt doch zu dem Metaverse nur den einen Satz sagen wollen, aber also es ist doch etwas unglaublich, menschheitsgeschichtlich, jetzt greife ich mal ganz hoch, nicht da gewesen ist, ja, dass wir Zugriff auf das Wissen der Menschheit haben. Das ist eigentlich was Ungeheures. Automated Intelligence ist das alte Entfremdungsproblem. Es ist noch immer unsere Intelligenz, die da drin steckt. Denn was diese Maschinen produzieren, ist etwas, was aus unserer Menschenwelt in sie hineingekommen sind. Dass die Maschinen sich selbstständig machen, ist eine ganz alte Geschichte. Das hat sich auch damals an die überhaupt die Industrialisierung und die Maschinisierung der Welt auch geheftet. Ja, die Maschinen werden anfangen, uns zu beherrschen. Das stimmt auch. Ja, aber es sind nicht die Maschinen, sondern wenn schon, sind es zum Beispiel die Eigentümer der Maschinen. Es sind die, die mittels dieser Maschinen sozusagen uns, unsere Potenziale, unsere Lebenskräfte absaugen, uns in die Rolle von entweder Arbeitenden oder Warenkonsumenten zurückversetzen, sozusagen, also die Gesellschaft nicht zur Entfaltung kommen lassen im Namen eines Gesetzes der Entwicklung nach diesen Maßstäben. Ja. Und da finde ich, das ist die Quadratur des Zirkels, die wir auch aus ganz praktischen, klimatischen und sonstigen Gründen werden vollbringen müssen. Ja? Aber dieses Müssen, da sind wir wieder bei diesem marxischen Gesichtspunkt, dem auf Tod und Leben. Ja? Das steht so oder so vor uns. Ja? Also wir müssen mit diesen selbst geschaffenen Produktivinstrumenten zurechtkommen. Und wenn ich es mal aufs Internet beziehe, wozu braucht zum Beispiel ein soziales Netzwerk, ein Facebook. Ein soziales Netzwerk ist was ganz Einfaches. Ja? Die Instrumente stellt doch alle die Gesellschaft bereit. Telefone, Geräte, Elektrik. Und dann gibt es einen Modus, nach dem das funktioniert. Und wie sich Menschen miteinander vernetzen, so dass Social Network tatsächlich dem Begriff entspräche, also es ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Ja? Das muss doch nicht das Monopol von ganz wenigen Leuten sein. Genauso wie eine Suchmaschine eigentlich eine gesellschaftliche Einrichtung ist. Ja? Und naja, das ist, glaube ich, also insofern finde ich, sollten wir auch eben uns hüten, jetzt alles, was mit diesen Begriffen wie Metaverse oder so belegt ist, dystopisch zu verzerren, aber auch nicht utopisch zu verhimmeln. Ja? Also diese Leute, die da überall da hinten im Silicon Valley an Utopien für unser Leben basteln, ja? Die machen Smart Cities. Und wir sollen dort hineinpassen wie, ich weiß nicht was, wie irgendeine lebendige Materie in eine Matrix, die sie schon geformt haben, die sie entwickelt haben. Ja? Das ist auf der Seite der Widerspruch. Also die Souveränität der Gesellschaft über die selbst geschaffenen Instrumente, über ihre Intelligenz, das soziale Intelligenz, zurückzugewinnen, das ist einfach eine Lebensnotwendigkeit, in dem Sinne keine Utopie, also, sondern ja, kann utopisch klingen, aber ist tatsächlich, alles ist da.
es muss nur irgendwie gelingen, auf eine politische Weise es produktiv zu machen, zu domptieren, einzuhegen, zu entgiften und so weiter. Ich glaube, wir müssen schon damit Schluss machen. Aber es gab mehrere Fragen. Ich hoffe, dass Sie bleiben und dann noch weiter fragen. Und ich möchte herzlich bedanken. Danke. Ja.